Guten Morgen, liebe Freunde von Mi Piace. Es ist Freitag, 7:30 in der Früh, es hat erst ein Lokal offen. Ich gönne mir einen Espresso in Bella Bean, einen nur großen, einen hervorragenden Kaffee. Ich begrüße euch von den Vesper LDs 20. 24, vielleicht habt ihr es mitgekriegt, ich bin heuer mit der Vespa hergefahren, mit einer 300er GTS Supertech. Wien, Semmering, das ist leider Gottes ein bisschen zu regnen begonnen. Dann durch das Mütztal, Mützzuschlag, weiter ins Murtal, nach St. Michael und hinauf durchs Ennstal nach Lietzenflachau und hintenrum war Grein. Nach Zell am See, ich habe gebraucht insgesamt 5 Stunden 30, 2 Pausen. Ich habe zweimal getankt und zweimal war ich beim Mäcki auf einen Kaffee. Die Vespa LT sind einfach der Höhepunkt jeder Vespa-Saison. Okay. Ja, das ist auch sehr groß, Börtschach, aber 1000 Vespas in Zell am See sind natürlich schon ein Hit. Beat, am Börtschach haben wir uns gesehen, Zell am See wieder. Richtig. Du hast eine besonders schöne GTS. Danke. Kannst du mir mal kurz vorstellen, was wir da alles haben? Eigentlich so wie letztes Jahr, wieder ein paar Kleinigkeiten verändert. Wir haben Rizoma-Spiegel, Rizoma-Lufteinlässe. Dieses Jahr ist noch zugekommen von der Zajoni die Sitzabdeckung hinten drauf gemacht, die Krawatte vorne dran. Ansonsten alles komplett umgebaut. Ich sage immer so schön, wenn einer fragt, was ist geändert worden? Ich sage, das, was rot ist, ist original, der Rest wurde geändert. Super schöne Vespa. Danke dir. Kein Thema, bitteschön. Servus Jürgen, der Servus. Papst Pope ist wieder mal da. Ja, wieder mal in Zell am See. Ja. Erklärst du mir, was für eine Vespa du heute mit Ich habe heute mein Garfield mit. Das ist eine GTS in drei Generationen. Es wurde ein Rahmen verbaut von 2008. Sieht man an der Krawatte, gell? Nein. Die Nein. Besonderheit der 2008 Rahmen haben, die haben zur Seite an der Backe kleine Lüftungsschlitze. Ja. Das Vorderteil ist alles von 2012 bis 2016. Ja. Das ganze Heck ist inklusive Motor ABE bis 22. Ja. Hast du bei der was am Montag gemacht? Ja, ein bisschen Malosi, 228 mit Nockenwelle, da sind wir jetzt bei 23 PS im Hinterrad ungefähr. Ja, also bin ungefähr 28 PS auf der Kurbelwelle. Das heißt, eine von den schnelleren da auf jeden Ja. Fall, gell? Aber noch nicht Ja. mein Stage One oder so. Ja. Wann kommt dein Stage One Motor? Die laufen schon. Ja. Also ich habe schon mehrere Kunden, die Stage One fahren. Mit der Kappa-Bridge oder auch mit Originalauspuff. Ja. Gibt es mittlerweile jetzt schon. Ja. Liegt die Leistung so zwischen 29 und 30 PS am Hinterrad. Das heißt, wenn man so einen Motor haben will, dann meldet man sich dann bei Mir dem bitte. Papst. Bei mir, ja. Danke dir. Danke, Christoph. So, meine lieben Freunde, im Schnitzeljahr ist es vorbei. 5 Stationen bei den letzten beiden, insbesondere drinnen im Glemtal, Viehofen hat es massiv sich begonnen. Sind eigentlich alle waschelnass, haben es aber gut überstanden. Die Party ist voll im Gange. Die Ehrungen nehmen kein Ende. Der Franz wurde gerade vom Präsident des deutschen Vespa-Clubs geehrt und hat seinen ersteigerten Koffer entgegengenommen. Für mich ist heute mal Pause, weil morgen geht es auf den Großglockner. So, liebe Freunde von Mi Piace, langsam füllt sich der Parkplatz bei der Schmittenbahn Areth in Zell am See. Wir erwarten heute 1000 Rider hier bei den Vespa LTs.
beim Glockner Audax. Alle ein bisschen aufgeregt, ich bin schon oft gefahren, freue mich aber total. Wo fahrst du denn hin? Ins Hochtor. Du wirst einer der Ersten sein. Okay. Du auch? Ja. Meine Herren, viel Spaß. Traditioneller Schneecheck oben am Hoftor. Hinter mir der Fallwinkel. Scheinen immer noch super Schneeverhältnisse zu sein. Ein bisschen sulzig vielleicht. Aufgefirnt. 8,3 Grad hat es da auf 2500 Meter. So, jetzt geht es dann aber weiter hinauf zur Franz-Josefs-Höhe. Vespa schlagt sich hervorragend. Läuft super. Alles top hier.